Aus Zeitgründen verzichte ich darauf, Ihnen die Damen und Herren, die hier oben auf dem Podium sitzen, vorzustellen. Ich gehe davon aus, die Damen und Herren sind Ihnen bekannt. Und soweit nicht, Sie alle können ja lesen und die Damen und Herren stehen in dem Programm, das Sie alle in Händen halten. Ich will deshalb gar nicht mehr lange Zeit verlieren, sondern gleich loslegen. Wir wollen versuchen, drei Blöcke abzuarbeiten. Ob das gelingt, weiß ich nicht so genau, aber schauen wir mal. Herr Schick, zunächst mal gut, dass Sie es noch geschafft haben. Ich habe gehört, wie sich das gehört für einen grünen Bundestagsabgeordneten. Sie sind mit der Bahn angereist. Das war nicht so ganz einfach, weil da Bäume auf den Gleisen lagen. Aber jetzt sind Sie da. Und ich würde gerne mit der ersten Frage mit Ihnen beginnen. Wenn man sich das Wahlprogramm der Grünen durchliest, da wird ja sehr viel auf den Mittelstand Bezug genommen. Und ich darf da so ganz wenige Dinge zitieren. Da ist vom Rückgrat der Volkswirtschaft die Rede, die kleinen mittelständischen Unternehmen erforschen und entwickeln innovative Lösungen. Und die Grünen sagen, wir rücken sie deshalb in den Fokus unserer Wirtschaftspolitik und unterstützen eine Gesellschaft, in der Selbstständigkeit eine Option ist. Das wird hier, denke ich, alle begeistern. Jetzt frage ich mich, Herr Gößmann hat es ja auch schon angesprochen, wie passt das jetzt eigentlich zusammen mit Ihrem steuerpolitischen Konzept? Ich will das jetzt hier nicht im Einzelnen, das können Sie jetzt ja gerne machen, vortragen, aber nur so ein paar Stichworte, Vermögensabgabe, 10 Jahre, 1,5%, danach Vermögensteuer, Wiedereinführung, Erhöhung der Erbschaftssteuer, Spitzensteuersatz und. Herr Schick, ist jetzt der Mittelstand doch der Prügelknabe bei Ihnen oder der Leistungsträger? Erstmal guten Tag und ich glaube, das ist wichtig, auf die Gesamtprogrammatik zu schauen. Ich will gleich auf die Punkte eingehen, aber zum Beispiel ist es eben so, dass wir ganz gezielt schauen, dass auch große Unternehmen ihren Teil beitragen. Sie haben ja heute eine Wettbewerbsverzerrung, wenn wenige große Unternehmen teilweise, sei es über Finanzierungsgesellschaften in Belgien, sei es über Lizenzen und anderes, ihre Steuerlast deutlich drücken können. Das können kleinere und mittlere Unternehmen nicht in der Form und wir wollen dafür einen Ausgleich sorgen. Das ist einer unserer Schwerpunkte in der Steuerpolitik. Aber selbst bei der Vermögensabgabe, es hat jetzt ein Institut in Mannheim, nämlich das ZEW, im Auftrag der Familienunternehmer mal die verschiedenen Vorschläge zur Vermögensbesteuerung verglichen. Und die Familienunternehmer sind in dieser Frage jetzt nicht gerade eine Vorfeldorganisation der Grünen. Und die vergleichen eben ein großes Unternehmen und ein mittleres Unternehmen und stellen fest, dass das stimmt, was wir sagen, dass nämlich das mittelgroße Unternehmen nicht belastet wird von der Vermögensabgabe, weil wir großzügige Freibeträge haben. Und stellt fest, dass die Investitionsanreize sogar steigen durch das grüne Steuerkonzept, weil wir durch die Abschaffung der Abgeltungssteuer wieder dafür sorgen, dass sich unternehmerische Investitionen im Verhältnis zu Kapitalmarktinvestitionen wieder wirklich lohnen. So, das ist ZEW-Ergebnis, das ist jetzt nicht irgendwie grünes Wahlprogramm und ich glaube, das muss man zur Kenntnis nehmen, dass wir uns hier sehr genau überlegt haben, wie kommt eigentlich wieder Dynamik in die Wirtschaft, nämlich dadurch, dass wir nicht den Kapitalmarkt gegenüber wirklichen Investitionen privilegieren. Darf ich nur einen Einwand machen, weil Sie die Familienunternehmen angesprochen haben. Frau Leibinger-Kammmüller hat in einem Beitrag für die Börsenzeitung für Trumpf, deren Vorstandsvorsitzende sie ist, ausgerechnet, wenn es zu ihren steuerpolitischen, also Umsetzung dieser steuerpolitischen Vorstellungen käme, dann hätte Trumpf eine zusätzliche steuerliche Belastung von 50 bis 75 Millionen gehabt und in der Zeit von 2008 bis jetzt 150 bis 220 Millionen und das entspricht exakt dem Jahresetat für Forschung und Entwicklung. Also so ganz scheint es, glaube ich, doch nicht an den, oder rechnen die falsch? Also das müsste ich jetzt im Einzelnen nachvollziehen. Ich habe viele falsche Rechnungen in den letzten Wochen gesehen, wo einfach von Mittelstand gesprochen wird, aber dann komischerweise sind es die oberen 5% der Unternehmen. Also wenn wir sinnvoll definieren, dann muss es ja irgendwas mit der Mitte zu tun haben. Und das gilt sowohl bei der Besteuerung von Personen, wo wir eben wirklich ganz gezielt nur in den oberen Einkommensgruppen eine leichte Erhöhung vorschlagen, wie auch bei den Unternehmen. Deswegen kann ich jetzt zu den konkreten Zahlen hier nichts sagen, aber ich bin gerne bereit, das nochmal im Einzelnen durchzugehen. An vielen Stellen konnte ich in Gesprächen deutlich machen, dass Menschen, die meinten, betroffen zu sein, es nicht sind, weil häufig die Vermögensteuer, Konzeption, die die SPD vorantreibt, oder auch die Linkspartei mit unserer Vermögensabgabe verwechselt worden ist. Bei uns ist das Steuersubjekt nicht das Unternehmen, sondern die Privatperson und deswegen müssen Sie jeweils genau wissen, wie die Anteilseignerstruktur ist, um die konkrete Belastung überhaupt darstellen zu können. Aber das können wir ja bei anderer Gelegenheit mal machen. Herr von Stetten, das sieht ja die CDU, glaube ich, anders. Die CDU hat ja
zumindest, sag ich mal so, nicht dezidiert gesagt, dass sie gar keine Steuern erhöhen wolle, sondern irgendwie die steuerliche Belastung soll jedenfalls nicht sinken, nicht steigen in den nächsten 4 Jahren. Aber von Entlastung ist eigentlich auch nicht mehr die Rede. Auf der anderen Seite haben sie jetzt neue Wohltaten verkündet und gleichzeitig wollen sie den Bundeshaushalt weiter konsolidieren. Wie passt das eigentlich alles zusammen? Und wenn ich mal das Wahlprogramm der FDP zitieren darf, eine Gefälligkeitspolitik, die heute verspricht, was morgen teuer bezahlt werden muss, hat uns erst in die Abhängigkeit von Finanzmärkten geführt. Ist das falsch oder machen Sie das anders? Zunächst mal sind wir festen Überzeugung, dass der Staat momentan kein Einnahmeproblem hat. Wir haben jetzt diese Woche wieder die Zahlen bekommen. Der Staat hat noch nie so viel Steuereinnahmen gehabt wie jetzt. Und deswegen ist es der völlig falsche Zeitpunkt, jetzt über Steuererhöhungen nachzudenken. Okay. Zumal über die Steuern, die wir jetzt hier diskutieren, Substanzsteuern sind. Das heißt, wir haben ja auch schon lange Diskussionen gehabt, dass Substanzsteuern noch anfallen, wenn eben keine Gewinne gemacht werden oder weniger Gewinne. Da hat jetzt SPD und Grüne auch darauf reagiert. Ich glaube, bei den Grünen wurde jetzt festgelegt, man darf maximal 35% des Jahresgewinns zur Vermögenssteuer heranführen. Und wenn man von vielen Beispielen redet, dann möchte ich das auch mal ganz anschaulich machen. Wenn Sie mal einen Mittelständler nehmen, der das eben als Personenunternehmen führt, das sind ja die meisten, sind ja Personenunternehmen, das heißt, die haben dann auch den hohen Steuersatz. Und wenn wir jetzt den Steuersatz nehmen, was Rot-Grün will, die wollen ja alle die 49%, der eine bei ein bisschen weniger, der andere bei ein bisschen mehr. Aber zum Schluss, am Ende des Tages, hat der Unternehmer erstmal 50% Steuern, die er Einkommensteuer zahlen muss, weil der Solidaritätszuschlag kommt auch dazu. Und wenn Sie jetzt hier in Düsseldorf, ich kenne jetzt hier die Immobilienpreise nicht, aber wenn ich mir jetzt hier die Straßen ansehe und Sie nehmen da einen kleinen Mittelständler, der im Prinzip auch hohes Immobilienvermögen hat und der gut gehendes Büro hat und einfach das Ding bewertet wird, eben sagen wir mal 29 Millionen Euro, dann kann man es nämlich besonders gut rechnen, also schon ein anständiges Unternehmen mit 29 Millionen Euro bewertet wird, dann ist es richtig, dann darf er 5 Millionen abziehen für das Betriebsvermögen, dann hat er also noch 24 Millionen Euro zu versteuern und das 15 Jahre lang mit 1,5%, also 360.000 Euro. Und jetzt gehen wir mal gar nicht in die Krise, sondern wir gehen in ein Jahr, wo er immerhin noch 1 Million Euro Gewinn erzielt, dieser Unternehmer. Das ist ein anständiger Betrag. Dann muss er natürlich 50% Einkommensteuer zahlen und dann zusätzlich noch maximal, also die 35% von seinem jährlichen Gewinn von 1 Million sind nochmal 350.000 Euro zusätzlich. Das heißt, von 1 Million Euro Gewinn bleibt ihm dann am Ende noch 150.000 Euro am Jahresende übrig. Und das ist keine falsche Rechnung, das ist eine bestätigte Rechnung. Und da muss ich einfach sagen, wer glaubt, dass das die Unternehmen mit sich lang machen lassen, dass von 1 Million Euro Gewinn noch 150.000 Euro übrig bleiben, dann ist das ein Problem. Und jetzt geht es mir gar nicht um den Unternehmer. Natürlich auch, aber gesellschaftspolitisch, glaube ich, ist jetzt auch deutlich geworden in der Krise, dass unser Land davon lebt, dass wir diese Familienunternehmen hier im Land haben, dass die hier noch wohnen, dass die an der Gesellschaft teilhaben, dass die Kinder hier in die Schule gehen oder im Verein aktiv sind. Und wenn wir solche Beispiele rechnen und dann diese wenn es nur ein Thema wäre, also es geht ja nicht um Vermögensteuer, Vermögensabgabe, es geht noch um die doppelte Ertrag der Erbschaftssteuer, es geht Erhöhung der Einkommensteuer, es gibt noch die Kapitalertragssteuer und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich einfach die große Befürchtung, dass das dazu führen wird, dass viele Unternehmer dann tatsächlich das wahrmachen, was sie schon oft überlegt haben und vielleicht auch angekündigt haben, auch bisher in Deutschland geblieben sind und dann Deutschland verlassen. Und was das für ein Land bedeutet, sehen wir gerade in Frankreich. Da ist sozusagen der Feldversuch gerade par excellence. Ja gut, aber eigentlich haben Sie das schon vorweggenommen. Jetzt, Sie haben die ganze Zeit darüber gesprochen, was die anderen falsch machen. Ne? Aber was wollen Sie anders machen? Was wollen Sie richtig machen? Vielleicht hören wir da später noch was zu. Aber ich glaube, das ist eine gute Überleitung an Frau Schwarz-Hüller-Sutter. Sie sind Mittelstandsbeauftragte für das Handwerk für die SPD. Ich habe in der Vorbereitung für heute mich mit ein paar Mittelständler unterhalten. Die haben sich gewundert, dass es sowas überhaupt gibt in der SPD. Ja, also das ist immer so. Ich will mal so einen Satz aus Ihrem Regierungsprogramm 2013-2017 zitieren. Eine starke industrielle Basis, ein leistungsfähiger Mittelstand mit einem erfolgreichen Handwerk und verantwortungsbewusste Tarifpartner sind die Erfolgsfaktoren der sozialen Marktwirtschaft. Das sind ja so Sachen, die wir immer gerne hören. Und dann sagen Sie auch, ja, unternehmerische Freiheit, soziale Verantwortung, Teilhabe gehören untrennbar zusammen.
Wie passt das aber zusammen? Wie erklären Sie das Handwerkern, wenn Sie gleichzeitig sagen, Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 49%, Wiedereinführung Vermögenssteuer, wir haben es gerade gehört, Erhöhung der Erbschafts- Kapitalertragssteuer von 25 auf 32%, Spekulantensteuer, Abschaffung von Steuerprivilegien, wobei man das differenziert betrachten muss. Ich glaube, auch da ist die FDP in Teilbereichen auch mit dabei. Aber wie passt das zusammen? Also wenn ich das so höre, leistungsfähiger Mittelstand, wenn ich mir Ihre Fakten nehme, dann erreichen Sie aber genau das Gegenteil, oder ist das nicht so? Also ich möchte einmal klarstellen, wir haben tatsächlich kein Einnahmeproblem, aber tatsächlich in 4 Jahren 100 Milliarden Euro Neuverschuldung. Das ist natürlich auch ein Wort. Und Sie haben gerade Wahlgeschenke versprochen in Höhe von 46 Milliarden Euro. Wenn da keine Steuerentlastung kommt, okay, aber finanziert werden muss es auch. Und da muss man, glaube ich, miteinander etwas ehrlich umgehen. Wir haben Straßeninfrastruktur, Sie fahren hier durch die Lande. Wir haben einen hohen Bedarf an Sanierungsmaßnahmen. Ich spreche noch nicht mal von dem Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen. Voraussetzungen, die aber auch der Mittelstand braucht. Die Infrastruktur, die müssen wir schaffen. Und vor dem Hintergrund frage ich mal, wie will man das finanzieren? Das klingt wunderbar, ja, aber wir haben in unserer Regierungszeit sehr wohl was für Wirtschaft und Mittelstand getan. Wir haben auch in Krisenzeiten was für Wirtschaft und Mittelstand getan, Konjunkturpakete aufgelegt, die insbesondere auch dem Handwerk genützt haben, CO2-Gebäudesanierungsprogramm, viele Maßnahmen, und zwar so, dass die Wertschöpfung hier in Deutschland stattfindet und nicht woanders. Entschuldigung, aber wir meinen ja nicht die Vergangenheit. Ja. Also wir meinen ja jetzt, was Sie planen. Wir wollen ja hören, was kommt auf uns zu, wenn Sie gewählt werden, dass es früher durchaus Errungenschaften gab, das will keiner bestreiten. Aber was ist mit Ihren Fakten jetzt? Also 49%, 25, 32% Kapitalerschlag, ja, und so weiter. Was heißt das? Wir stehen dazu. Wir brauchen mehr Handlungsspielraum für Infrastruktur, für Bildung und einen Steuersatz von 49%. Abgeordnete verdienen 8.200 Euro im Monat. Das würde uns mit ungefähr bei unserem Konzept 21 Euro belasten. Ich finde, breite Schultern können mehr tragen, wenn wir diese gesellschaftlichen Aufgaben auch miteinander auf den Weg bringen müssen. Das betrifft nachher alle in unserem Land und man kann die Augen nicht verschließen und die Zukunft unserer Kinder und Enkel verfrühstücken, indem wir noch mehr Steuergeschenke auf den Weg bringen. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Bei der Vermögensteuer haben wir bis jetzt überhaupt kein Konzept vorgelegt, also kann man eigentlich auch keine Berechnungen machen. Wir haben sehr wohl gesagt, dass wir die Substanz nicht besteuern wollen, indem wir Freibeträge und Möglichkeiten schaffen. Aber man kann doch nicht die Augen verschließen von dem Bedarf, was wir hier haben, und so tun, als ob wir ein Füllhorn haben und das ausleeren können und gleichzeitig, wie gesagt, eigentlich die Zukunft unserer Generation. Gut, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie, wir müssen Steuern erhöhen, weil wir dann ein höheres Steueraufkommen hätten. Ja. Ist das richtig? Gut, ja, natürlich. Aber wir müssen handlungsfähig sein für all die Dinge, die wir tatsächlich brauchen. Ja. Gut. Und ich will mal sagen, ich möchte mal wissen, wie man ein Familiensplitting auf den Weg bringt von 10 Milliarden, wie man den Soli abschafft, klingt gut, hat man eine ganze Menge, nämlich den ganzen Osten auf der Seite und die Deutsch- und die Westen. Im Westen 14 Milliarden, einmal so locker aus dem Handgelenk. Fachkräftesicherung müssen wir auch irgendwie auf den Weg bringen. Gut, aber das geht trotzdem auf alles auf einen Punkt zurück, nämlich ob höhere Steuern tatsächlich das Steueraufkommen auch erhöhen. Und das ist nämlich etwas, würde ich direkt an Herrn Wissing weiterleiten, denn ich glaube, hier geht es um ökonomische Zusammenhänge und es gibt ja ein ganz tolles ökonomisches Modell dazu, dass nämlich es nicht so ist, wenn man Steuern immer weiter erhöht, dass dann tatsächlich das Steueraufkommen steigt. Ja? Ein Satz noch. Die SPD-geführte Bundesregierung, die mit Schröder damals den Spitzensteuersatz von über 52% abgesenkt hat. Gut, aber hat. Von Opel und, vom Opel und vom Porsche hat ja schon, noch mal, ja? Haben wir ja schon gehört. Ne? Also das war die Regierung damals interessiert, was jetzt passiert. Und ich glaube, Herr Wissing, es ist eine gute Überleitung. Jetzt ist es, glaube ich, eine Vorlage für Sie auch. Ich meine, auch Sie haben im alten Bundestagswahlkampf versprochen, ja, wir sind die Steuersenkungspartei, weil Sie eben genau dieses ökonomische Modell kennen, dass Steuersenkung auch dazu führen können, dass eben das Steueraufkommen insgesamt absolut steigt. Aber vieles davon nicht übrig geblieben. Also wenn man mal anschaut, was nachher wirklich gemacht wurde und auch jetzt, wenn man sich Ihr Parteiprogramm anguckt, da steht nicht mehr viel drin. Vereinfachung der Erbschaftssteuer, kalte Progression bereinigen, schrittweiser Abbau des Solis. Reicht das? Was ist eigentlich mit Ihrer originären
Wählergruppe. Also reicht das für den Mittelstand? Ich glaube, alle Mittelständler haben auch in der letzten Legislaturperiode und in der aktuellen einiges mehr von Ihnen erwartet. Also zunächst einmal die These, dass man durch eine steuerliche Entlastung Wachstum schaffen kann und mit diesem Wachstum Steuermehraufkommen generieren kann, hat sich in dieser Legislaturperiode bewahrheitet. Es ist eigentlich dreist, dass die Opposition immer noch behauptet, das sei falsch. Wir wollten 35 Milliarden entlasten, das haben wir nicht geschafft. Wir haben 22 Milliarden entlastet. Wenn Sie unterm Strich alles addieren, was wir im steuerlichen Bereich und im Bereich der Sozialabgaben gemacht haben in der Koalition, kommen Sie auf 22 Milliarden Entlastung. Es war für Familien was dabei, auch für den Mittelstand einiges dabei. Und wir haben durch diese steuerliche Entlastung das höchste Steueraufkommen der Geschichte unseres Landes erreicht. Deswegen, auf Pump. Nein, eben nicht, sondern auf wir haben auch Milliarden die Neuverschuldung. Wir haben auch die Neuverschuldung zurückgeführt, die Schuldenbremse. Ich war Mitglied der Föderalismuskommission 2. Als wir die Kommission beendet hatten, haben wir gesagt, 2016 Bundeshaushalt ausgeglichen. Haben alle gesagt, ihr seid verrückt. Das schafft ihr nicht. Und jetzt haben wir die schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise hinter uns. Die schwerste Moment, Finanzkrise Sie meinen, seit dem die haben wir hinter Weltkrieg. Uns. Hinter uns? Die Finanzkrise haben wir hinter uns. Ja, versprochen. Das haben Sie heute die Welt online Nein, gelesen, ich will, was in Gedanken China passiert? Ja, wir haben die schwerste Finanzkrise erlebt in den letzten Jahren. Ja. Und wir schaffen es, den Haushalt im Jahr 2014 auszugleichen. So viel zu dem Thema, es würden immer mehr Schulden gemacht. Es werden immer weniger Schulden gemacht. Und im Jahr 2014 ist der Bundeshaushalt ausgeglichen. Und schauen Sie, es ist doch absurd zu sagen, wir wollen keine Substanzbesteuerung, wenn man dann die Vermögenssubstanz zur Bemessungsgrundlage erklärt. Wenn Sie ehrlich sind und den Menschen sagen, Sie, SPD genauso wie die Grünen, Sie wollen keine Substanzbesteuerung, dann hören Sie auf, von Vermögenssteuer, Vermögensabgabe und höherer Erbschaftssteuer zu reden. Das ist immer Substanzbesteuerung. Wir haben in Frankreich, wir haben in Frankreich, so formuliert naja, ist es ist, aber wissen Sie, was Quatsch ist, Herr Kollege Schick? Quatsch ist, wenn man den Menschen sagt, wir wollen 100 Milliarden Euro Privatvermögen in die Staatskasse überführen durch eine Vermögensabgabe und das dann auch noch damit begründet, das sei ein Investitionsförderprogramm des Mittelstandes. Das halte ich für Quatsch. So habe ich nicht argumentiert, das ist inhaltlich falsch. Ich glaube, dass es grundfalsch ist, in der jetzigen Situation irgendeine Mehrbelastung zu beschließen. Und ich bin weiterhin der Meinung, das steht auch so in unserem Wahlprogramm, dass das Ziel des Staates sein muss, sich weiter zurückzunehmen und steuerlich zu entlasten. Denn das, was Private, was Mittelständler an Investitionen leisten können, kann der Staat nicht. Zum einen fällt er als Konjunkturmotor, sehen wir in Südeuropa aus, weil er an die Grenze seiner Schuldentragfähigkeit gekommen ist. Und zum anderen ist die private Investition immer mit einem Mehrwert verbunden im Vergleich zur staatlichen Investition. Sie ist treffsicherer, es steht persönliche Haftung dahinter, oft mit dem ganzen Familienvermögen. Und die Steuerung über den Markt ist immer noch besser als die Steuerung über parlamentarische Entscheidungen. Und deswegen bleiben wir dabei. Wir wollen weiter entlasten. Das finden in unserem Wahlprogramm auch nach wie vor das Ziel Stufentarif. Nur Sie werden uns zugestehen, dass als wir 2009 Regierungsverantwortung übernommen haben, wir nicht antizipieren konnten, dass wir 2010 vor eine solche dramatische Aufgabe, nämlich die Stabilisierung der Währung, gestellt worden sind. Das war 2009 nicht antizipierbar. Und ich sage mal, wir haben es immerhin geschafft, 22 Milliarden Entlastung umzusetzen. Wir sind damit gut gefahren und es wäre absurd, von dieser Politik Abstand zu nehmen. Und mir kann niemand erklären, was das für ein Anreiz sein soll, jetzt ausgerechnet in der Krise, wo wir Investitionen brauchen, wo wir Wachstum brauchen, um das zu bewältigen, was noch vor uns liegt. Wir haben die Krise noch nicht hinter uns. Da würde ich gerne einhaken. In dieser Situation zu sagen, das wollen wir unterstützen, indem wir in Deutschland ein Signal senden. Wir verdoppeln euch die Erbschaftssteuer, Grüne. Wir nehmen euch 100 Milliarden Euro Investitionskapital von der privaten Hand weg und überführen es in staatliche Hand. Kombiniert mit einem 60 Milliarden Ausgabenprogramm im sozialen Bereich, kombiniert mit einer Ansage, die Agenda 2010 war falsch, die wollen wir wieder zurücknehmen. Wie das aus der Krise führen soll, das muss man mir erstmal erklären. Meine Überzeugung ist, jetzt würde ich an der Stelle doch nochmal einhaken, Herr Wissing, weil ich glaube, Sie haben ja jemanden neben sich sitzen, der es Ihnen ja jetzt erklären wird, vermute ich mal. Frau Wagenknecht, ich werfe mal in den Raum Ludwig Erhard. Die wenigsten werden jetzt wahrscheinlich mit dem Namen Ludwig Erhard Sie in Verbindung bringen. Aber im Januar haben Sie im Spiegel-Interview gesagt, Ludwig Erhard wäre bei uns mit seinen Ansprüchen jedenfalls am besten aufgehoben. Also bei uns bezog sich auf die Linke. Das ist natürlich jetzt, finde ich, schon ein bisschen überraschend, wenn man jetzt so in Ihr Wahlprogramm schaut. Da ist eine einmalige Vermögensabgabe von 300 Milliarden Euro drin. Da ist eine 5%ige Vermögensteuer drin für Privatvermögen ab 1 Million, betrieblich ab 2 Millionen. Sie haben Spitzensteuersätze, die ab 52.000, 53.000
350.000 beginnen, dann bei 65.000, schon bei 53% landen, eine Millionärsteuer und. Sie wollen 35 Milliarden Euro mehr Unternehmenssteuer pro Jahr. Ja, jetzt erklären Sie mal mir und Herrn Wissing, dass das aber trotzdem besser funktioniert als das, was er vorgeschlagen hat. Ja, also zunächst mal war der Anspruch von Ludwig Erhard Wohlstand für alle. Wohlstand für alle heißt eben auch keine Niedriglöhne, heißt, dass Menschen, die am Monatsende, den ganzen Monat Vollzeit arbeiten, nicht am Monatsende noch zum Jobcenter gehen müssen. Das ist eben die ganze Frage des Arbeitsmarktes. Und dann finde ich auch gerade, wenn wir über Mittelstand reden, wir sollten nicht nur über Steuern reden. Also wir reden, sollten über Banken reden. Wir sollten darüber sprechen, wie Machtstrukturen. Wir sollten trotzdem an der Stelle auch über Steuern reden. Natürlich kann man auch über Steuern reden, aber so zu tun, als ob die Steuerfrage die einzige ist. Also wenn ich zum Beispiel hinnehme, dass es auf den Märkten immer stärkere Vermachtung gibt, weil immer weniger große Unternehmen Märkte beherrschen, dann ist das am Ende für Mittelständler natürlich eine viel ruinösere Politik als möglicherweise ein etwas höherer Spitzensteuersatz. Und das ist zum Beispiel ein Credo der alten Ordoliberalen gewesen, wirtschaftliche Macht zu verhindern. Und wenn ich mir angucke, also gerade Sie als FDP, Herr Brüderle hat ja mal irgendwann ein Entflechtungsgesetz versprochen, wissend, dass es eben in Deutschland und europaweit, weltweit, also immer stärkere Marktmacht weniger Unternehmen gibt. Also gucken Sie sich den Lebensmitteleinzelhandel an, 5 Unternehmen dominieren, die Zulieferer können sich nichts aussuchen, kriegen Preise diktiert. Wir haben es im Energiebereich, wir haben es bei den Tankstellen, wir haben es in ganz vielen Märkten, wir haben überall ganz starke Oligopole, die ihren Zulieferern die Preise diktieren. Das bedeutet für diese Zulieferer natürlich erhebliche Einkommensverluste. Und ich finde solche Fragen mindestens so relevant wie die Steuerfrage. Und auch bei den Steuern, ich will mich ja nicht drum drücken. Also wir sind die einzige Partei als Linke, das wissen die wenigsten, die Menschen bis 6.000 Euro Monatseinkommen entlasten wollen. Natürlich weiß ich, dass wahrscheinlich hier im Auditorium sehr viele sitzen, die deutlich darüber liegen. Da bin ich allerdings auch überzeugt, wenn man deutlich mehr hat, kann man auch einen höheren Steuersatz bezahlen. Aber ich finde es genauso wichtig, dass zum Beispiel jemand, der ein Unternehmen gründet, meistens in den ersten Jahren sehr, sehr lange unter diesen 6.000 Euro für sich persönlich ist. Und dass der dann natürlich heutzutage viel, viel stärker sofort versteuert wird als in unserem Konzept. Und wir wollen vor allen Dingen auch Gründerunternehmen fördern. Und das ist eben eine Frage auch der Banken. Ich finde, dieses heutige Bankensystem, auch die Regulierung mit Basel II, Basel III, das sind alles Regulierungen, die mittelstandsfeindlich sind, weil sie im Grunde Finanzmarktspekulationen, Finanzmarktinvestitionen viel mehr befördern und begünstigen, die sind nämlich für die Banken billiger, als ein ordentlicher Mittelstandskredit. Und deswegen haben wir im Bankensektor, selbst jetzt, wo die Zinsen nun wirklich rekordniedrig sind, zumindest für kleine Unternehmen, für Unternehmen, die anfangen, die noch keine große Eigenkapitaldecke haben, teilweise nach wie vor schlechte Konditionen für Unternehmenskredite. Und das finde ich alles sind skandalöse Zustände, die sollte man nicht hinnehmen. Das ist ein anderes Thema in dem Zusammenhang. Ja, aber das ist doch genauso. Ich meine, wenn ich die Finanzen über das Ihre Kollegen wahrscheinlich ist es doch nicht besser, als wenn ich Steuern über das zahle. Ihre Kollegen wahrscheinlich andere, in Teilen anderer Auffassung sind, da können wir vielleicht gleich auch nochmal darüber diskutieren. Aber der Grundansatz ist ja schon die Frage, wenn Sie das alles wirklich realisieren würden, also ne, diese Milliarden, die Sie da dem privaten Markt entziehen wollen, den Unternehmen, den Unternehmerinnen und Unternehmer. Glauben Sie wirklich, dass es dann den von Ihnen geschilderten, denen Sie etwas Gutes tun wollen, dass dann die Löhne ansteigen, dass es dann besser wird? Ich meine, die Frage ist ja, wer kann dieses vorhandene Kapital jetzt besser so investieren, dass der Wohlstand für alle, den Ludwig Erhard im Sinn hatte, der war ja nicht darauf abgezielt, nun möglichst alles wegzubesteuern und zu sagen, und das verteilen. Nein, wir wollen auch nicht alles wegbesteuern. Also unsere Vermögenssteuer hat einen Freibetrag bei Betriebsvermögen von 5 Millionen und das ist das Nettovermögen, also abzüglich der Schulden. Das würde bei sehr vielen Unternehmen, die gerade starten, die würde es überhaupt nicht treffen. Es gibt ja Berechnungen, 99% der Unternehmen wären nicht betroffen. Also es wären wirklich nur Unternehmen betroffen, deren Eigenkapital eben über 5 Millionen liegt. Und ich finde, da kann man auch durchaus aus Steuern eintreiben, weil es natürlich dort auch sehr, sehr viel an Eigentum gibt. Und wir haben zum Beispiel im Grundgesetz Eigentum verpflichtet. Und ich finde, das ist auch die Verpflichtung, wenn man wirklich sehr viel Eigentum hat, sehr viel Vermögen hat. Wir haben ja auch, das würde vor allem auch getroffen, natürlich eine hohe Konzentration beim Immobilien und vor allem beim Geldvermögen. Da finde ich, sollte der Staat auch versuchen, gegenzusteuern. Weil eine sehr hohe Vermögenskonzentration in einem Land bedeutet immer auch Macht. Das ist ein Problem auch für die Demokratie. Aber Sie beschreiben hier eigentlich ja immer nur die
diese eine Perspektive. Ich glaube, jeder im Saal wird Ihnen zustimmen, dass man solidarisch sein soll und dass jemand, der gut verdient, auch davon mehr abgeben kann. Nur was Sie komplett ausblenden, ist natürlich ein Phänomen, dass es Menschen gibt, die sehr leistungsfähig sind, dass sie irgendwann sagen, das reicht mir, mehr möchte ich nicht abgeben, weil ich nämlich hier 14, 15 Stunden am Tag arbeite. Bis dahin bin ich bereit, aber weiter nicht. Und ich glaube, wir haben zu den Steuerthemen die wichtigsten Punkte, glaube ich, gehört, die wichtigsten Statements. Ich muss eine Sache noch kurz korrigieren, wenn Sie erlauben. Ja. Volker Wissing hat, was er gerne mal tut, was Falsches über das grüne Programm gesagt und das kann ich so nicht stehen lassen. Die Vermögensabgabe geht nicht in den Staatshaushalt so, um dann staatliche Investitionen zu machen und parlamentarisch zu entscheiden, wo das Geld hinkommt, sondern hat eine klare Zweckbindung, Schulden abzubauen, und zwar die Schulden, die wir in dieser Finanzkrise und anderen bei der Bankenrettung gemacht haben. Weil wir sagen, es ist falsch, dass in 20 oder 25 Jahren Menschen, die mit dieser Finanzkrise nichts zu tun hatten, dann irgendwann das abstottern, und es ist falsch, dass wir über einen Schattenhaushalt, der nämlich neben dem dann ausgeglichenen Bundeshaushalt stehen würde, viele Milliarden einfach so in die Zukunft schieben. Das ist nicht generationengerecht, sind wir dagegen, und das ist was anderes, als damit staatlich Geld ausgeben zu wollen. Das wollte ich nur klarstellen, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Müssen Sie aber mit Herrn Özdemir mal besprechen. Er erzählt nämlich bei jedem Podium, bei dem ich dabei bin, dass er mit der Vermögensabgabe Verkehrsinfrastruktur ausbauen will. Da amüsiere ich mich immer. Nein, und sage ihm immer, dass die Verkehrsinfrastruktur weniger am Geld scheitert, sondern mehr an dem grünen Programm. Gut, aber bevor wir jetzt vom Thema zu stark abweichen, also Steuerpolitik, ich glaube, Schulden ist ein Thema. Sie hatten es eben auch eingewandt, glaube ich auch zu Recht, dass man diese Politik, die von der FDP eben vorgestellt wurde, dass man eben nicht mehr Schulden machen sollte. Nur interessant ist ja, dass wir dann in verschiedenen Bundesländern von Ihren Parteien dann eine ganz andere Politik sehen, was dann nicht so zusammenpasst. Aber das lassen wir mal dahingestellt. Ich glaube, wir sollten zum zweiten Block kommen, nämlich... Na, wenn Sie ein Argument aufmachen, dann müssen Sie einem auch erlauben, darauf zu antworten. Oder? Ja, gut, aber Sie haben ja gleich, Sie haben wir vorgesehen, im wesentlich stärkeren Umfang dann noch bei einem nächsten Block. Okay. Ja, insofern, Sie kommen auch nicht zu kurz. Mit Verlaub, ein Wort zu Baden-Württemberg, wo wir grün-rot eine Regierung haben. Nach 60 Jahren, also man kann nicht sagen, vor ein paar Jahren waren wir mal dran und haben das alles auf. Wir haben ein riesiges strukturelles Defizit. Und die Erbschaft ist schon schwer abzubauen. Da ist es unangenehm und wir beziehen richtig Prügel, aber das dass ist wir ein zum Beispiel Problem. Lehrerstellen aber streichen müssen. Frau Schwarz-Müller-Sutter, das ist ein Problem. Jede Landesregierung wirft das der anderen vor und sagt, wir haben 60 Jahre gleiche Regierung, da kann man dann spielen wir Ping-Pong. Hier in NRW haben wir das, sehen wir das. Trotzdem möchte ich jetzt an Volker Wissing kommen. Ja, aber Fakt ist, dass die grüne Regierung keine neuen Schulden bisher aufgenommen hat. Na gut, lassen wir uns das abschließen. Kommen wir zu Volker Wissing nochmal. Reden wir mal mit Mittelständler im Wettbewerb mit Konzernen. Das ist eben schon mal angesprochen worden. Wir haben es eben schon mal erwähnt. Wir hatten hohe Erwartungen als Mittelständler, wenn hier wir uns mal, wenn Sie in der Pause mal Gespräche führen. Wenn ich mir Ihr Programm angucke, Sie haben das so schön übertitelt, Mittelstand stärken, industrielle Basis erhalten, Arbeitsplätze schaffen. Ich glaube, das würde jeder andere hier auch unterschreiben. Das glaube ich schon. Aber was ist denn wirklich passiert? Schauen wir mal ein bisschen zurück. Also reden wir mal über sowas wie den Mindestlohn als Beispiel. Also ich habe mal immer gedacht, die FDP wäre eine Partei, die gesagt hat, ja, Preise müssen sich bilden aus Angebot und Nachfrage zum Beispiel. Aber dass man hier kubanische Verhältnisse akzeptiert, dass hier Preise vorgegeben werden, hat mich schon sehr gewundert. Ist es so, dass die FDP nur noch das abnickt, was ja, wenn man so ein bisschen mal guckt in den Gazetten, das so ein bisschen alles abnickt, was die CDU möchte? Ist das so? Also zunächst einmal zum Thema Mindestlohn. Ich glaube, es gibt keine Partei, die so entschlossen gegen einen allgemeinen flächendeckenden Mindestlohn steht wie wir. Es gibt auch keine Partei, die so entschlossen weiterhin für eine steuerliche Entlastung steht wie wir. Übrigens sind wir dafür fast 4 Jahre geprügelt worden. Das, wir wurden ja als Steuersenker diffamiert. Wir bleiben dabei, Entlastung ist der richtige Weg, der Staat muss sich zurücknehmen. Es ist nicht ein Mehr an Gerechtigkeit, wenn das Geld für private Investitionen abgeschöpft wird und in die Staatskasse überführt wird. Ich sehe da keinen Mehrwert für die Gesellschaft. Und wenn gesagt wird, Eigentum verpflichtet, ja, Frau Wagenknecht, Eigentum verpflichtet, aber nicht dazu, es zu verlieren, sondern Eigentum verpflichtet, zu investieren, sich einzubringen in die Gesellschaft. Und keiner tut das stärker als der deutsche Mittelstand. Herr Wissing, aber jetzt lenken Sie galant ab. So. Wir wollten mal zurück zum Mindestlohn und zur generellen Debatte. Also ja, wenn wir sagen, wir wollen, dass die Löhne sich
am Markt bilden und wir sagen, wir wollen, dass die Tarifpartner branchenspezifisch, regional sich auf Lohnuntergrenzen verständigen, damit nicht wettbewerbsverzerrender Missbrauch betrieben werden kann. Es ist nämlich nicht Marktwirtschaft, wenn jemand sagt, ich bleibe unter dem, was ich zahlen könnte und lass aufstocken und habe dann einen Wettbewerbsvorteil gegenüber meinen mittelständischen Konkurrenten um die Ecke. Das ist nicht Marktwirtschaft. Und deswegen haben wir auf unserem Parteitag darum gerungen, zu sagen, wir wollen faire Wettbewerbsstrukturen, aber Lohnbildung am Markt und nicht im Parlament. Und das ist der Unterschied. Und das ist eine Partei, die klar für Mittelstand und Marktwirtschaft kämpft. Ja, gut. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, also Mindestlohndebatte, das ist ja immer das Argument, das herangezogen wird, dass man eben Wettbewerbsgleichheit herstellt. Wird auch stark kritisiert, weil es eben Branchen gibt, wo das nicht der Fall ist. Denn wir konkurrieren ja nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern wir konkurrieren in der ganzen Welt. Und ich glaube, das wird oft ausgeblendet. Aber ich möchte dann eine ähnliche Frage auch an Sie richten, Frau Schwarzelöhr-Sütter. Auch Sie haben gesagt, ja, der Mittelstand ist für uns sehr wichtig, ja, wird ja durchaus von Ihnen umworben. Auch Sie haben geschrieben in Ihrem Regierungsprogramm, Mittelstand und Handwerk sind das Zentrum unserer Wirtschaft, sie garantieren wirtschaftliche Stabilität und Nachhaltigkeit. Als kleine und mittlere Unternehmen sind sie flexibel, innovativ in ihrer Region, stark verbunden. Wo findet man das wieder? Was wollen Sie denn konkret für den Mittelstand tun? Wir wollen zum Beispiel, dass die duale Ausbildung der Maßstab in Europa ist und erstmal beibehalten wird. Das war eine Garantie dafür, dass wir auch so gut durch die Krise gekommen sind, dass wir eine geringe Jugendarbeitslosigkeit haben. Das ist bei der Berufsqualifikationsrichtlinie nicht selbstverständlich. Dafür muss man kämpfen. Da hätte ich mir zum Beispiel von dieser Bundesregierung auch auf EU-Ebene einen größeren Einsatz erwartet. Das ist Punkt 1. Das zweite ist Planungssicherheit. Ich nehme mal ein Beispiel im Handwerk und zwar beim Thema Energiewende. Fragen Sie mal beim Handwerk nach, was in den letzten Monaten oder im letzten Jahr tatsächlich vorwärts ging. Nichts ging mehr, weil nämlich keine Planungssicherheit mehr da war. Für den Investor nicht und auch nicht für den Handwerker. Und da ist ein großes Feld und da hat diese Bundesregierung völlig versagt. Und als letzter, als Sahnehäubchen kam dann noch die Strompreisbremse. Das hat dann sämtliche Investitionen zurückgehalten, auch von großen Investoren, was Offshore-Parks betrifft. Ein Handwerker hat auch mit Konkurrenz zu tun, ja, und Sie haben die Tarifbindung angesprochen. Wir haben in Deutschland aber leider nur noch eine Tarifbindung von 50%. Wir wollen auch, dass man es leichter auf den Weg bringen kann, die Allgemeinverbindlichkeitserklärung, dass nämlich wirklich die Handwerker konkurrieren zum Beispiel mit großen Unternehmen. Ich komme aus Baden-Württemberg, das hört man vielleicht ein bisschen. Da ziehen natürlich die Fachkräfte, Bosch, Daimler, Porsche ab, der Handwerker guckt und kriegt fast keine Auszubildenden mehr. Ja, natürlich, weil die jungen Leute gucken sich an, was kriege ich bei einem großen Unternehmen? Ich kriege einen Tarifvertrag, ich weiß, auf was ich mich vereinlasse, ich weiß, was ich verdiene, habe ich nicht. Wir sehen es jetzt bei den Friseuren, die haben schon langsam den Dreh raus, dass es eigentlich kein Wettbewerbsvorteil ist, wenn man sich gegenseitig kannibalisiert. Gut, aber wenn Sie jetzt ernsthaft sagen, dass wenn ich jetzt ein Handwerker bin, wenn ich ein kleiner Handwerker bin, der jetzt sagt, wenn ich Tariflohn zahlen würde, dann wäre ich in Bezug auf den Fachkräftemangel, hätte ich eine bessere Employer-Brand, also Arbeitgebermarke. Also da muss ich sagen, dann fragen Sie mal irgendjemand hier aus dem Publikum, der einen Handwerksbetrieb hat, das müssen Sie bezahlen können. Ich kenne Mittelständler, ich kenne Handwerksbetriebe, da verdient der Geschäftsführer weniger als seine tarifbezahlten Meister, weil er sich das nämlich nicht aber wollen bezahlen Sie, kann. Aber wollen Sie weiter eine Spirale nach unten, dass nachher gar keiner mehr was verdient, oder wollen Sie gleiche Wettbewerbsbedingungen für das Handwerk und für den Mittelstand? Es geht nicht darum, was man will. Und es ich sage Ihnen, was die, Schweiz, notwendig die Schweiz ist ja nun wirklich kein sozialistischer Staat. Selbst die Schweiz hat einen Mindestlohn, der liegt ungefähr bei 27, 28 Franken. Kann man ausrechnen, was das in D-Mark ist. Das sind so ungefähr 23, 22 Euro, ja, nur mal zum Sagen, und die deutschen Handwerker, die bei mir sind und in die Schweiz zum Arbeiten gehen, dürfen diesen Mindestlohn nicht unterbieten und sie gehen recht häufig darüber, das, natürlich auch durch den Kurs. Aber ich will nur mal sagen, wir brauchen auch eine Ordnung am Arbeitsmarkt, weil es kann doch nicht sein, Sie haben vorhin gesagt, die Steuern und wie furchtbar 49%. Wovon soll eigentlich jemand leben, wenn er 8,50 Euro kriegt und 40 Stunden die Woche arbeitet und am Schluss 1300 Euro brutto hat? Soll der die Straßen finanzieren? Da wird Ihnen ja hier niemand widersprechen. Also niemand wird wollen, dass Leute, aber
ich glaube, man darf auch nicht den Eindruck erwecken, dass das Arbeitgeber alles aus Bösartigkeit tun oder weil sie sich selbst bereichern wollen und ihre Mitarbeiter schlecht behandeln wollen, sondern es sind ja nun mal auch Umfeldfaktoren, die einfach dazu führen, dass sie bestimmte Löhne nicht zahlen können, auch wenn sie die zahlen wollen. Und ich habe gerade aktuell, gibt es ja wieder ja diese Studie, es ist von Visa herausgegeben worden zur Schwarzarbeit in Europa. Da können Sie sehr deutlich ja auch sehen, Schwarzarbeit steigt im Prinzip in dem Maße an, in dem die Einstiegslöhne höher werden und es dann für die Leute umso attraktiver wird zu sagen, okay, das können wir jetzt auch schwarz handeln. Also vom Grundsatz her glaube ich, niemand hier im Saal wird Ihnen in dem Sinne widersprechen wollen, zu sagen, es muss ordentliche Löhne geben, von denen die Leute auch leben können. Aber ich glaube, es gibt sicherlich Auswüchse, wo es Unternehmen sind, die ihre Mitarbeiter nicht seriös behandeln und die auf den eigenen Profit aus sind. Aber der klassische Mittelständler wird mit Sicherheit seine Beschäftigten nicht ausbeuten wollen, aber ist in ein Umfeld eingebunden. Aber ich würde aber jetzt lassen Sie mich einen Satz dazu fragen. Sie meinen klassischen mittelständischen Bauunternehmer, mit was er für einer Konkurrenz zu tun hat. Ja? Und da wäre ich froh, wenn nicht das Sub-Sub-Sub-Unternehmen und der Große nachher den Auftrag kriegt, sondern wenn Ordnung am Arbeitsmarkt wäre und wenn alle die gleichen Voraussetzungen hätten. Da würde ich jetzt Herrn Schick nochmal wieder einbinden wollen. Frau Wagenknecht hat ja schon von den Machtstrukturen gesprochen, die gebrochen werden müssen, da bei den Banken. Bei den Grünen findet man im Wahlprogramm dann so einen schönen Satz, Herr Schick, faire und vergleichbare Bedingungen sind die Voraussetzungen, damit kleine und mittlere Unternehmen im Wettbewerb bestehen können. Wir wollen deshalb die Möglichkeit schaffen, einzelne Anbieter bei übergroßer Marktmacht zur Aufgabe von Unternehmens- und Marktanteilen zu zwingen. Das ist ein sehr schöner Ansatz, finde ich. Wird wahrscheinlich Frau Wagenknecht jetzt auch nicht widersprechen wollen. Sie haben es, glaube ich, auch gar nicht auf die Banken explizit bezogen, sondern meinen es generell. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, was heißt das jetzt wirklich konkret? Und ich würde das vielleicht auch nochmal festmachen, weil das ist ja generell aus meiner Sicht so ein bisschen zugestandenermaßen Inhalt des politischen Geschäftes. Aber Frau Schwarze-Leosutta hat eben angesprochen, die Energiepreise steigen. Man hätte was senken können, wenn Vorschläge kommen, von dem politischen Gegner etwas zu senken. Stimmt man dann dagegen, weil man dem ja keinen Vorteil verschaffen will? Das ist ja immer so ein bisschen Katz und Maus. Also die Frage ist ja, warum sind eigentlich diese ganzen Machtstrukturen entstanden, wenn sie vielleicht möglicherweise sogar alle hier auf dem Podium der Meinung sind, diese Machtstrukturen hätte es gar nicht geben sollen. Aber Herr Schick, was konkret soll dann jetzt wie geändert werden, gerade in diesem Umfeld? Ja, dieser Passus, den Sie nennen, der beschreibt ja im Endeffekt das Stichwort Entflechtungsgesetz, was schon gefallen ist und was eigentlich in einer Marktwirtschaft notwendig ist, wenn aufgrund von technologischen Entwicklungen oder anderem plötzlich ein Unternehmen in einer Stellung ist, wo es eben die Preise diktieren kann. So, und das ist dann nicht mehr Marktwirtschaft, sondern die hat ja immer etwas damit zu tun, dass Angebot und Nachfrage, dass da mehrere Leute sind, dass ich auswählen kann. Und in den USA gibt es das. Mir fällt jetzt spontan das Beispiel AT&T ein und wir könnten uns andere Beispiele genügend heranziehen. Und da soll es die Möglichkeit geben, korrigierend einzugreifen. Ich glaube, dass insgesamt in den letzten Jahren auf europäischer Ebene in relevanten Teilmärkten die Marktkonzentration zu stark zugenommen hat und wir eine effektivere Wettbewerbskontrolle wieder brauchen. Es ist so, dass man stärker darauf gesetzt hat, dass dann Konkurrenten sich wehren und dann erst überhaupt es zu Verfahren kommen kann. Ich glaube, da muss man etwas proaktiver eingreifen, denn wenn Sie mal nur noch wenige Anbieter haben, dann ist es sehr, sehr schwierig, wieder zu einer kleinteiligeren Marktstruktur zu kommen. Sie haben gesagt, es geht nicht nur für die Banken, das ist richtig, aber wir wissen eben aus dem Bankenbereich, wie gefährlich es ist, dass daraus ein gewisses Erpressungspotenzial für die Gesellschaft entstehen kann, wenn einzelne Unternehmen so wichtig sind für die Volkswirtschaft, dass sie, falls sie insolvent gehen würden, dann gerettet werden. Und das gilt letztlich nicht nur im Bankenbereich, sondern gilt darüber hinaus, dass wir hier eine kleinteiligere Wirtschaftsstruktur wieder brauchen. Sie haben ja verschiedene Ebenen, wo es da zu Ungleichgewichten kommt. Wir haben vorher die steuerliche Frage gestellt, da kommen Sie zu Riesenpreisunterschieden. Sie stellen das fest bei Ausschreibungen, wenn eben nicht kleinteilige Slots ausgeschrieben werden, dann kommen manche überhaupt nicht zum Zug. Und wenn Sie dann noch bestimmte Interessenkonstellationen anschauen, dann gibt es immer wieder Beispiele, wo eben große Anbieter durchkommen und kleine keine gute Chance haben. Ich will da ein Beispiel noch nennen, weil das häufig übersehen wird und ganz spannend ist. Früher waren zum Beispiel die Einzelhändler in der Mitte, in der Innenstadt, nicht unbedingt die Freunde der Grünen, weil das kulturell irgendwie so ein bisschen eine andere Klientel war. Aber wir haben immer gesagt, diese Flächenzersiedlung, wenn wir große Einkaufszentren auf die grüne Wiese setzen, das ist nicht gut.
Inzwischen haben viele gemerkt, wie dramatisch es ist für unsere Innenstädte und wie der Einzelhandel in vielen Mittelzentren runtergeht, weil man die Leute alle in großen Einkaufszentren auf der grünen Wiese schickt. Und dann vergleichen Sie mal die Größenstrukturen dieser Einkaufszentren mit dem, was der traditionelle Einzelhandel von vielen eigentümergeführten Geschäften ist. Und da weiß ich, wofür wir Grünen zu Recht immer gekämpft haben. Da müssen Sie mich und Martin Ternich überzeugen. Wir schreiben ja für die von Ihnen zitierten Händler, die in der Stadtmitte sitzen. Aber eine Nachfrage noch in dem Zusammenhang. Mit diesen Machtstrukturen, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass einfach wir einen unglaublichen Regulierungswulst machen, den dann im Wesentlichen große Unternehmen nur bewältigen können. Und Sie haben das Thema Ausschreibung, da war von Größen die Ordnung, auch wenn wir jetzt so nette Anliegen, Frau Schwarze-Sutter, machen, wie in die Vergabeverordnung dann so allgemeinpolitische, die Grünen machen das ja auch ganz gerne, Forderungen noch reinzunehmen, dass derjenige, der sich da bewirbt, garantieren muss, dass das kinderfreie Arbeit ist und dass das zu Mindestlöhnen und. Das wird dann irgendwann für den kleinen Unternehmer vor Ort gar nicht mehr möglich, sich an solchen Ausschreibungen zu beteiligen. Also wäre es ein Ansatz in dieser Denkweise, Herr Schick, vielleicht auch für die Grünen, zu sagen, müssen wir nicht vielleicht mal wirklich ernst damit machen, zu sagen, wir müssen jetzt Regelungen machen und für eine bestimmte Größenordnung gelten die einfach nicht. Ja? Ja. Weil die Freisteller, da wäre doch schon wahnsinnig viel mit geholfen, wenn Sie jetzt einem kleinen Unternehmer sagen, ich meine, Sie überwachen ja auch eine normale Heizung zu Hause nicht wie ein Kernkraftwerk. Also völlig, bin ich völlig bei Ihnen. Sie haben ökologisch-soziale Kriterien angesprochen. Da kann ich Ihnen sagen, dass häufig für den kleinen Anbieter vor Ort das überhaupt kein Problem ist, sie zu erfüllen, weil es da häufig darum geht, dass eben zum Beispiel nicht Vorprodukte mit Kinderarbeit hergestellt worden sind oder solche Sachen. Und da sind wir uns, glaube ich, einig. Und die meisten Unternehmen vor Ort würden das nie tun, weil wir entsprechende Gesetze haben. Aber wenn Sie einen größeren Anbieter haben, dann ist die Frage, was hat denn der dahinter für eine Wertschöpfungskette und hat der vielleicht einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil dadurch? Aber ich nehme diesen Ansatz sehr ernst. Und ich habe mir das sehr genau angeschaut in dem Bereich, wo ich zuständig bin in meiner Fraktion, nämlich diesen Bankenregulierungsbereich, weil da auch gerade jetzt die Gefahr ist, dass durch sehr viele Regulierungsschritte es zu einer Konzentration kommt, weil nur noch mit großer Super-IT sie das bewältigen können. Und da gibt es zwei Ansätze. Deswegen, das eine ist, dass wir stärker auf ungewichtete Eigenkapitalregeln gehen, also nicht große, komplexe Risikomodelle der Banken, sondern ein ganz normales Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme. Das ist viel einfacher. Und das zweite ist, es gibt im Versicherungsaufsichtsrecht genau das, was Sie sagen, nämlich für kleine Versicherungsgesellschaften haben wir ein extra Kapitel, was sagt, diese und diese und diese und diese Regelung gelten für kleine Versicherungsunternehmen nicht. Ich finde, das ist ein Gedanken, den können Sie in anderen Bereichen machen. Sie müssen sich halt nur jeweils anschauen, ob das dann wirklich im Interesse der Unternehmen ist. Wir hatten die Diskussion zum Beispiel bei Bilanzierung, wo ich sagen muss, und unterstützt von vielen Leuten, die Gründungsberatung machen, manche Regeln sind ja auch gut, auch für kleine Unternehmen, damit sie einen Überblick haben über das, was sie machen. So, deswegen muss man das immer genau anschauen, dass man da nicht in die falsche Richtung läuft. Aber im Grundsatz finde ich den Ansatz richtig und arbeite auch genau in diese Richtung. Darf ich da zum Beispiel aus der Legislaturperiode bringen? Einen, dann würde ich aber gerne von Schlitten. Und zwar zum Beispiel die Kontrolle von Anlagevermittlern. Da hatten die Banken gesagt, macht doch die Kontrolle von der privaten Anlagevermittlung so, dass die von der BaFin beaufsichtigt werden. Dann würden nämlich die meisten wären vom Markt verschwunden. Denn wenn die Aufsichtskosten der BaFin hätten tragen müssen, hätte der einzelne Anlagevermittler keine Chance am Markt gehabt. Haben wir dafür gesorgt, dass die eben nicht unter dieses große Regime für der Bankenaufsicht fallen. Leider waren die Grünen da nicht unserer Meinung. Weil es da noch ein anderes Argument gibt. Sondern haben dagegen votiert. Aber ich glaube, dass das genau der richtige Ansatz ist, zu sagen, man darf nicht die Kleinen durch zu große Bürokratielasten, die auch mit enormen Kosten verbunden sind, vom Markt verdrängen, damit am Ende die Großen sich das Geschäft untereinander aufteilen. Herr von Stetten, ist heute Morgen auch schon mal angesprochen worden. Es gab in der Welt am Sonntag in der letzten Woche ja so diese Vorab-BDI-Panel-Erhebung. Ja, 95% der Unternehmen sagen, Bürokratie in den letzten 5 Jahren ist nicht abgebaut worden. Können Sie jedenfalls nicht nachvollziehen. Da gibt es andere Zahlen, 25% der Kosten seien abgebaut worden. Da sind aber dann wieder andere hinzugekommen. Wenn man jetzt jemand, Sie sind Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstandes, Sie sind in der MIT, also der Mittelstandsvereinigung der CDU. Wenn man jetzt, Herr Gößmann hat das in seiner Anmoderation ja schon mal auch angesprochen, mit der Mietpreisdämpfung. Wie ist das jetzt eigentlich bei der CDU? Für welches Wirtschaftskonzept steht denn eigentlich die CDU? Also auf der einen Seite wollen Sie eine Frauenquote, auf der anderen Seite wollen Sie die aber eigentlich auch nicht. Dann wollen Sie einen Mindestlohn, aber vielleicht
auch nicht wirklich. Betreuungsgeld, aber eine Förderung der Familie. Also wohin geht das jetzt eigentlich bei der Union? Für alle was? So wie Sie kennen die Kommentierung des Wahlprogrammes, KMW und allen viel, oder ist das jetzt wirklich irgendwo noch so ein ordnungspolitischer Kurs? Nein, ich glaube, die Wahrheit ist da immer konkret. Und in der Tat, ich bin ja selber kleiner mittelständischer Unternehmer, wenn Bürokratie wegfällt, dann fällt die zwar weg, aber wir merken es gar nicht. Auf der anderen Seite kommt wieder was Neues. Wir haben das Gefühl, dass unheimlich viel Neues dazugekommen ist. Und zur Wahrheit gehört eben dazu auch, wir haben im Deutschen Bundestag einiges an Bürokratie abgebaut, die aber dann zum Teil im Deutschen Bundesrat ja bestätigt werden muss und da dann verhindert worden ist. Also wenn ich an das Thema Aufbewahrungsfristen denke. Wenn Sie 10 Jahre lang alle Belege aufbewahren müssen, übrigens auch alle Lieferscheine müssen Sie 10 Jahre aufbewahren. Wenn ich das mit meinen Unternehmerkollegen mal diskutiere, dann funktioniert es halt so, dass wenn das Material angeliefert wird, bringt der Vorarbeiter den Lieferschein und der kommt in die Kasse oder wo auch immer hin. Und wenn dann die Rechnung kommt, dann schauen wir auf den Lieferschein, ob die Rechnung übereinstimmt, dann wird die Rechnung bezahlt und der Lieferschein wandert im Papierkorb. Aber auch das müssen Sie 10 Jahre aufbewahren und Finanzamt folgen. Und jetzt bin ich sehr froh, dass die Bundesregierung letztes Jahr im Rahmen der Bürokratieabbau festgestellt hat, dass dieses Aufbewahren von 10 Jahren, wo Sie auch nach 9 Jahren im Finanzamt noch sagen müssen, wem Sie wann essen waren, dass es ein unheimlicher Aufwand ist an Bürokratie. Zumindest auch die Lagerung und alles, was dazugehört. Und viele sind ja hier, die das nicht auf Elektrochips haben oder sonst was, die jetzt im Keller ganze Regale haben. Da hat die Bundesregierung beschlossen, sehr mutig, dass es im europäischen Maßstab viel zu hoch ist und dass wir dieses um 5 Jahre auf 5 Jahre senken. Beschluss des Bundeskabinetts. Dann muss man mit den Bundesländern darüber diskutieren, weil die ja zustimmen müssen. Und die haben dann gesagt, naja, also 5 Jahre Kürzung, da kommt unser Finanzämter gar nicht so schnell mit den Prüfen hinterher. Aber lassen Sie uns mal senken auf 8 Jahre oder 7 Jahre. Und dann haben wir im Deutschen Bundestag in der Koalition gemeinsam mit der FDP den Gesetzentwurf im Deutschen Bundestag dann eben eingebracht, dass eben diese Aufbewahrungsfrist auf 8 Jahre und dann auf 7 Jahre heruntergekürzt wird und haben das auch im Deutschen Bundestag beschlossen. Stellen Sie mal vor, Sie können in den Keller gehen und können mal 3 Jahre reingreifen und alles in Reißwolf packen. Das ist richtiger Bürokratieabbau. Problem war dann, es ist dann leider im Bundesrat gescheitert im Dezember, was sehr bedauerlich war, aber damit war das Gesetz erledigt. Die Mittelständler haben sich auf die Entlastung schon gefreut, weil sie Kanzlerin gesagt hat. Und dann ist es gescheitert. Ich war dann allerdings sehr überrascht und jetzt kommt das Entscheidende. Ich wollte nur sagen, das haben Sie jetzt gut gemacht, das hätte ich an Ihrer Stelle auch gemacht. Ich sage Ihnen das ganz kurz, die Geschichte ist nicht fertig, weil die Wahrheit ist konkret. Dann hat der Kanzlerkandidat der SPD im Januar bei einer großen Mittelstandskundgebung seine Wahlkampfthesen für den Mittelstand verkündet. Ich habe mir das live angeguckt, sozusagen, und plötzlich erzählt er was zum Bürokratieabbau und sagt, also die Aufbewahrungsfristen in Deutschland, die müssen endlich mal verkürzt werden. Wenn er Kanzler der Bundesrepublik Deutschland ist, wird es auf seine Anweisung hin verringert. Das haben wir von der FDP und CDU, CSU natürlich aufgenommen. Also wenn der gleiche Meinung ist wie wir, dann müssen wir nicht warten, bis er Kanzler ist, sondern können wir es auch gleich umsetzen. Und haben das ganze Ding im März wieder in den Bundestag eingebracht, weil dann können wir es ja gemeimsam verabschieden. Das Ergebnis also, wird Sie nicht verwundern. Das bringt uns ja hier wenig, wenn Sie politische Scharmützel machen. Es geht darum, Sie nehmen einen Punkt raus. Wir haben über Bürokratieabbau gesprochen und Sie nehmen einen Punkt, das sind die Aufbewahrungspflichten. Wenn Sie irgendeinen hier fragen, geht zu seinem Steuerberater und guckt mal, wie lang war meine Steuererklärung. Ich kann Ihnen sagen, heutzutage drucken Sie da 100 Seiten aus. Das ist ja nur ein einziger Bereich. Ich möchte vielleicht noch mal zu Frau Wagenknecht auch kommen, denn eigentlich ist das ja ist ganz jetzt interessant. Aber nett, dass Sie meine Geschichte nicht fertig ja, das musste ich leider unterbrechen. Die ist also bestimmt spannend ist noch, aber trotzdem, Frau Wagenknechtin, ich möchte auch so ein bisschen jetzt zu Ihnen, eigentlich ist das für Sie vorteilhaft, denn wenn Sie ein Horrorszenario auf der anderen Seite bekommen, dann sagen alle, na, dann nehmen wir lieber die anderen, das ist nicht ganz so schlimm. Ja, das ist die Idee dahinter und deswegen kommen wir jetzt zu Ihnen. Jetzt habe ich natürlich nicht schön eingeleitet. Zunächst kann man so Respekt, sagen. Ja, Respekt, dass Sie hierher gekommen sind und auch gesagt haben, ich stelle mich auch, ist nicht gerade jetzt, glaube ich, Ihre Klientel, aber trotzdem gesagt, ich stelle mich eigentlich den Mittelständlern hier und ich will nur mal so ein bisschen aus Ihren Vorstellungen zitieren. Sie haben so geschrieben, wer will, kann schnell in eine machbare andere Politik einsteigen. Einführung des Mindestlohns zunächst 10, später 12 Euro, Erhöhung der Renten, Rücknahme der Rente erst ab 67, Lohn- und Rentengerechtigkeit in Ostdeutschland, solidarische Gesundheitsversicherung, Vermögensteuer, Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen, Anhebung der Hartz-IV-Sätze auf 500 Euro, Wochenarbeitszeit 35, später 30 Stunden, ich weiß nicht, irgendwann vielleicht null.
Ja, wöchentliche Höchstarbeitszeit, 40 Stunden, Begrenzung der Managergehälter auf das 40-fache, ich glaube 500.000 Euro dann. Gut, Freunde macht man sich damit nicht. Es ist alles etwas, wo wir sagen würden, das wäre Schlaraffenland, für viele Menschen sicherlich sehr schön. Aber wo bleibt denn das Motivationsprinzip für Menschen? Und Sie haben hier überall Leistungsträger sitzen. Wo bleibt denn dann noch der Leistungsgedanke? Also vielleicht, dass Sie auch... vielleicht sagt auch einer, Mensch, ich bin selber, ich habe gut verdient, ich würde gerne abgeben, ich könnte die wählen, dann wird es gut verteilt, aber die haben alle viel geleistet. Aber wie können wir denn Leistungen erhalten, wenn wir nur verschenken? Naja, also wenn wir über Mindestlohn reden, dann reden wir nicht über das Verschenken, sondern wir reden darüber, dass Menschen, die hart arbeiten und etwas leisten, dass die dann auch einigermaßen davon leben können. Und ich finde schon fragwürdig, den Begriff Leistungsträger immer nur ans Einkommen zu knüpfen. Also für mich ist zum Beispiel eine Krankenschwester oder ein Altenpfleger, der leistet deutlich mehr als mancher Banker und Finanzanalyst. Und das ist etwas, wo aber in der heutigen Gesellschaft dann immer gesagt wird, also die Reichen, das sind automatisch die Leistungsträger. Ich habe großen Respekt davor, wenn jemand aus eigener Kraft ein Unternehmen aufgebaut hat, wenn der eine tolle Idee hat, wenn er es dann noch schafft, irgendwo Kapital zu kriegen, wenn er dann auch Erfolg hat am Markt, das ist Leistung. Aber wir sollten nicht so tun, dass in dieser Gesellschaft im Wesentlichen Reichtum immer auf Leistung beruht. Also ein erheblicher Teil des Reichtums beruht schlicht auf Erbschaft, wenn man sehr, sehr hohe Vermögen eben erbt. Und das ist etwas, was die Politik auch begünstigt. Da steckt aber dann Leistung derer dahinter, die das zu vererbende Vermögen aufgebaut haben. Ja, natürlich. Derer, die das zu vererbende Vermögen aufgebaut haben. So diese Suggestion, wer das dann bekommt, dem stehe das eigentlich nicht zu. Das ist ja auch irgendwie so eine eigentümliche... Naja, also das ist eine sehr, also im liberalen Bereich durchaus diskutierte Vorstellung. Ja. Also wenn ich mir angucke, zum Beispiel Alexander Rüsthoff ist einer der klassischen Ordoliberalen. Der war damals dafür, eine Erbschaftssteuer oberhalb eines bestimmten Minimums auf 100% zu setzen. Also da ist die Linke harmlos dagegen mit ihren Vorstellungen zur Erbschaftssteuer. Und insoweit finde ich auch, also meine, wenn ich jetzt hierher komme, ich verstehe nicht, wie Mittelständler, die wirklich Mittelständler sind, das heißt in ihrem eben nicht sozusagen, was teilweise darunter verstanden hat, sondern die ihr Unternehmen aufgebaut haben, die hart arbeiten, die möchten, dass es auch ihren Beschäftigten gut geht, wie die beispielsweise FDP wählen können. Also wenn ich möchte, dass die Menschen, die bei mir arbeiten, dass die auch davon leben können, dann muss ich mir doch einen Mindestlohn geradezu wünschen, weil ich eben nicht durch Konkurrenten unter Druck gesetzt werden will, die 4, 5, 6 Euro zahlen und dadurch natürlich das Preisniveau entsprechend festlegen, dass ich mir kaum noch leisten kann, ordentliche Löhne zu zahlen. Oder wenn ich möchte, dass ich am Markt Erfolg habe und dass ich auch ordentliche Finanzierungsbedingungen habe, dann kann ich ja nicht Parteien wählen, die ewig die Banken deregulieren und den Haufen Steuergeld dafür verschleudern, Wettbuden, und das sind viele Banken heute, mit Steuergeld zu retten, statt endlich dafür zu sorgen, zum Beispiel, indem man Banken eine Quote auferlegt, die sie an Mittelstandskrediten vergeben sollen. Also eine Bank wie die Deutsche Bank gibt heute noch 6% ihrer riesigen Bilanzsumme dafür aus, gewerbliche Kredite zu vergeben. Das sind doch unerträgliche Zustände am Finanzmarkt. Und da machen diese Parteien alle nichts. Und deswegen finde ich eigentlich es gar nicht überheblich zu sagen, vieles, was wir im Programm haben, wofür wir stehen als Linke, würde die Bedingungen für Mittelstand, für Investitionen im Mittelstand, für Beschäftigte, aber auch für die Eigentümer und Gründer dieser Unternehmen deutlich verbessern und nicht etwa verschlechtern. Das ist jetzt Ihre Sichtweise. Das werden dann die Damen und Herren, die das jetzt gehört haben, für sich beurteilen müssen, ob sie das auch so sehen. Man kann es möglicherweise in Teilen auch anders sehen. Also ich komme nochmal zu dem Ausgangspunkt zurück, auch wenn wir diese Diskussion haben mit den Mindestlöhnen. Und ich glaube nicht, dass Sie dem Mittelständler und der Mehrzahl der Unternehmer irgendwie unterstellen können, dass sie Löhne drücken wollen. Das Problem ist ja, Frau Wagner, wenn Sie jetzt sagen 10 Euro, 12 Euro Mindestlohn, da reden wir ja jetzt nicht über die Positionen, die ja heute deutlich mehr bekommen. Es ist ja nicht so, dass in Deutschland jetzt das Gros der Löhne bei 7 oder 8, natürlich in bestimmten Beschäftigungsarten schon. Aber wir haben ja auch ganz deutlich höhere Löhne. Der Punkt ist doch der, wie wollen Sie jetzt, nehmen wir ein einfaches Beispiel, ein Friseurhandwerk, einen Mindestlohn von 12 Euro wirklich so durchsetzen? Also erstmal ist die Forderung 10 Euro. Zweitens, so, natürlich würden dann auch die Preise etwas steigen. Ja, da steht am Ende der Legislatur von 10 auf 12. Ja, ne? Ich meine, natürlich wäre dann der Haarschnitt für 5 Euro vielleicht nicht mehr machbar. Aber ich finde, man muss doch auch immer die Rückwirkung sehen. Also gerade die mittelständischen Unternehmen, Handwerker zum Beispiel, die arbeiten nicht für den Export. Also denen ist das Entscheidende, dass die Menschen hier im Land Geld in der Tasche haben, damit sie ihre Leistungen nachfragen können. Wenn ich in eine Spirale komme, wo immer mehr Menschen
Menschen weniger verdienen. Und wir haben ja in Deutschland seit 2000 ein flächendeckendes Sinken des Reallohnes. Also wir haben heute im Durchschnitt, nicht nur in den unteren Segmenten, im Durchschnitt einen Reallohn, der schlechter ist als vor 13 Jahren. So etwas hat es noch nie gegeben in der bundesdeutschen Geschichte. So, und wenn sich so eine Entwicklung fortsetzt, heißt das für all die Unternehmen, die auf den Binnenmarkt angewiesen sind, dass sie natürlich auch weniger Nachfrage haben. Das heißt, das schaukelt sich dann immer weiter nach unten. Wenn die Leute kein Geld haben, dann wollen sie natürlich beim Friseur auch die Billigfrisur. Also sagt der Friseur, ich kann meinen Beschäftigten nur irgendwie 5 € oder 4 € zahlen. Teilweise ist das ja skandalös. Und dann geht das immer weiter nach unten. Handwerker, die Bauleistung anderes anbieten, die brauchen Menschen, die die Kaufkraft haben, ihre Häuser zu sanieren. Die brauchen Menschen, die ihre Leistung nachfragen. Und das finde ich in der Debatte verkürzt. Also die Exportindustrie, der kann relativ egal sein, was in Deutschland passiert. Und das Schlimme ist, dass wir meistens Bundesregierungen haben, die alles dafür tun, die Exportindustrie zu fördern. Und teilweise sind das ja reiche Konzerne, die 8 € Stundenlohn zahlen über Leiharbeit und Werkvertrag. Also das sind ja durchaus Lohndrückerunternehmen. Wenn ich gucke, dass bei BMW oder anderswo in den Autounternehmen dann über Werkvertrag tatsächlich solche Leiharbeitskonditionen ausgemacht werden. Also da gibt es 8 €, und das sind Unternehmen, die sich selbstverständlich leisten können, mehr zu zahlen. Aber gerade bei denen, die für den Binnenmarkt produzieren, muss es ein Interesse daran geben, dass die Menschen, die hier leben, das sind die Arbeitnehmer, das sind die Rentner, das sind natürlich auch Studierende, das sind alle Menschen, die hier eine Leistung aber nachfragen, dass sie Geld in der Sie Tasche haben. Sie diskutieren die ganze Zeit Geld nachfrageorientiert. Das heißt, das ist eine Diskussion, die wir, ich glaube, ich weiß nicht, ob auch Sie da nicht möglicherweise zustimmen, weil Sie ja entsprechenden Hintergrund auch haben, aber das ist eine Diskussion, die haben wir vor 20 Jahren mal geführt. Also wir müssen hier immer sehen, was ist denn mit den Kosten, die wir in Deutschland haben. Nachfrageorientiert kann man diskutieren, wenn man einen geschlossenen Markt hat. Das heißt, wenn es keinen Transfer gibt, keine internationalen Verflechtungen. Das Problem ist, ich gebe Ihnen recht, ich möchte gerne, dass jeder von dem, wenn er arbeitet, muss er davon leben können. Das Problem aber ist, wir sind nun mal international tätig. So, und das bedeutet, dass wir hier gucken müssen, dass wir ein Lohnniveau haben, um konkurrenzfähig zu bleiben. Wenn wir es nicht machen, es ist wünschenswert, was Sie sagen. Ohne Frage. Und jeder Mittelständler trägt da die Verantwortung. Aber denken wir mal an Frankreich. Ganz aktuelle Politik. In Frankreich haben die das gemacht, was sie eigentlich wollen. Löhne immer weiter hoch, immer weiter hoch. Frankreich ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Und dann ist alles, was sie fordern, nicht mehr möglich. Nein, das stimmt so nicht. Also zum einen ist es so, viele Dienstleistungen haben keinen internationalen Wettbewerb. Also eine Friseuse konkurriert nicht mit chinesischen Friseusen. Oder ein Handwerker hier konkurriert auch nur sehr begrenzt mit internationalen. Also wenn er konkuriert, dann tatsächlich durch den europäischen Binnenmarkt und durch Billighandwerksleistungen, die dadurch quasi eingeführt wurden. Das ist aber ein Problem zum Beispiel. Wenn wir Mindestlohn hätten, müssten die den auch zahlen. Das würde die hiesigen durchaus besser stellen. Oder wir haben auch in der Landwirtschaft, da kann ich Ihnen auch das Beispiel Frankreich noch mal beantworten. Wir haben in der deutschen Landwirtschaft inzwischen in vielen Bereichen Zustände, wo über osteuropäische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann Stundenlöhne von 6 oder 5 € gezahlt werden. Und da ist dann natürlich das Problem, wenn man dann nach Frankreich exportiert, Erdbeeren oder Spargel, dass französische Landwirte, die einen Mindestlohn von 9 € haben, über 9 €, natürlich nicht wettbewerbsfähig sind. Aber wollen wir ein Europa, wo irgendwann überall nur noch 5 oder 6 € zum Beispiel in der Landwirtschaft gezahlt werden? Das können doch auch die Landwirte nicht wollen, die in Deutschland noch selber arbeiten mit ihren Familienmitgliedern und die auch nicht mehr konkurrenzfähig sind. Also ich finde, man muss sich doch wehren gegen solche Abwärtsspiralen. Man muss doch sagen, es muss ja eine Untergrenze geben. Das ist übrigens nicht kubanische Verhältnisse, wie Sie das vorhin gesagt haben, sondern zum Beispiel Alfred Müller-Armack, einer der Klassiker, die im Grunde das Konzept der sozialen Marktwirtschaft entwickelt haben, war ein ganz ausdrücklicher Befürworter einer Lohnuntergrenze, also sprich eines Mindestlohnes. Also das sind ja nicht keine Konzepte, die nun irgendwie in Deutschland den Kommunismus einführen oder sowas Abenteuerliches, sondern das sind einfach grundlegende Bedingungen, die den Markt überhaupt erst funktionieren lassen. Mit Blick auf die Uhr, Frau Wagner, ich will das nicht abwürgen, aber wir müssen noch eine ganz schnelle, kurze Runde zu einem Thema machen, die vielen Leuten hier und insbesondere ja auch bei den Unternehmern wirklich unter den Nägeln brennen, und das ist das Thema Euro, Europa. Was droht uns da? Wenn Sie, der Wirtschaftsrat der CDU hat in diesem Jahr 50 Jahre, hat gerade am Donnerstag seine Jahrespressekonferenz gemacht, und wenn Sie da anschauen, wo sind die größte Besorgnis, dann war der Punkt neben Energiekosten die möglichen Verwerfungen, die noch zukünftig aus der europäischen Staatsschuldenkrise auf uns zukommen können. Denn eins ist, glaube ich, allen hier klar, Herr Wissinger, wenn Sie gesagt haben, die Krise ist nicht rum, ja, die ist anhaltend, und die Rechnung, die wird natürlich irgendwann noch bezahlt werden müssen. Deswegen jetzt im Prinzip ein ganz schnell, ich weiß, hochkomplexes Thema, und es ist unglaublich schwierig, da jetzt eine kurze Antwort drauf zu geben, aber ich würde das gerne noch einmal jetzt, dass wir das vielleicht mal durchdeklinieren, Herr von Stetten.
Der Herr Metzger, früher bei den Grünen, inzwischen bei der CDU, hat bei uns im Redaktionsgespräch davon gesprochen, die letzten zwei Jahre bei der MIT seien geprägt davon gewesen, den Widerstand gegen die Euro-Rettung zu organisieren. Das hat offenbar viel Zeit gekostet, aber von einem Widerstand ist dann in der praktischen Politik ja nicht viel übrig geblieben. Wie ist das aus Sicht der CDU? Ist der Kurs wirklich alternativlos, den Frau Merkel da steuert? Und ja, haben wir die Krise hinter uns und kostet uns das gar nichts und profitieren wir oder zahlen wir vielleicht? Also da ich selber im Präsidium dieser MIT bin, kann ich Ihnen garantieren, dass wir nicht den Widerstand gegen die Euro-Rettung forciert haben. Im Gegenteil, ich glaube, die Euro ist die richtige Währung und den brauchen wir auch. Was allerdings unterschiedlich ist, es gibt halt eben unterschiedliche Meinungen, ob der Kurs, dass alle dabei bleiben müssen, auch wenn sie gegen Regeln verstoßen, der richtige ist. Und wenn Sie jetzt nach dem Konzept der CDU fragen, beziehungsweise nach der Meinung der CDU-CSU-Fraktion, muss ich Ihnen einfach sagen, in dem Punkt bin ich sozusagen ausgeschert und habe bei den Griechenland-Paketen und auch bei Zypern nicht zugestimmt. Da gab es eine große Allparteienregierung, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne haben das auf den Weg gebracht. Ich war einer, die mit Wolfgang Bosbach dagegen gestimmt haben. Ich habe mir vor Ort die Sache angeschaut. Bin eben fest überzeugt gewesen, dass Zypern und auch Griechenland die Schulden, die man ihnen gegeben hat, diesen Zinssätzen, nicht zurückzahlen können werden. Und zumindest bei Griechenland hat sich jetzt bewahrheitet, dass wir nochmal nachlegen mussten, ein- oder zweimal. Und bei Zypern bin ich eben auch der Auffassung, dass die Annahmen auch, die Europäer getroffen haben, falsch waren. Und wenn man jetzt den letzten Währungsbericht der IWF guckt, dann ist es sicherlich auch so, dass da einiges falsch eingeschätzt worden ist von unseren europäischen Partnern. Trotzdem sage ich Ihnen, auch wenn ich in dem Punkt meiner Kanzlerin und dem Finanzminister nicht gefolgt bin, bin ich doch froh, dass Sie, die Bundeskanzlerin, das in Europa für Deutschland die Verhandlung führt und der Bundesfinanzminister. Denn obwohl sich im Bundestag die einzelnen Parteien bei diesen Punkten einig waren, gibt es doch einen großen Unterschied. Und das ist das Thema Eurobond. Und das ist das, was der Wirtschaftsrat befürchtet und das ist das, was die MIT befürchtet. Das heißt, wir haben ja, die Länder haben unterschiedliche Zinssätze, wie sie sich refinanzieren können. Sie wissen, der Bundesfinanzminister, wenn er nur für 6 Monate Geld braucht, hat er schon Geld bekommen, dass er es überhaupt genommen hat. Also negative Zinssätze, er muss weniger Geld zurückzahlen, als er an Schulden aufgenommen, so arg vertrauen uns die Märkte. Währenddem andere Länder, auch wenn es zweistellige Zinssätze sind, gar keine Zinsen mehr bekommen haben. Und da ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied auch zwischen unseren Parteien hier. Wir lehnen die Eurobonds ab. Es gibt andere Parteien im Deutschen Bundestag, die Eurobonds fordern. Und das ist dann schon entscheidend, was dann im Herbst passiert. Denn die europäischen Staaten, unsere Kollegen, wollen eben auch die Eurobonds haben. Und deswegen hat die MIT sich intensiv damit beschäftigt, dass es eine Verallgemeinerung oder Gesamthaftung der Schulden in dem Bereich nicht geben darf. Es muss ein Unterschied sein, ob Länder Reformen anstrengen, ob sie sich am Markt Geld beschaffen können oder nicht. Und ansonsten helfen wir den Ländern natürlich, wenn wir freundschaftlich verbunden sind, unter die Arme. Aber es muss immer ein gewisses Niveau sein. Und deswegen hat der Herr Metzger nicht ganz unrecht, dass es eines der großen Themen ist. Da ist die große Angst davor da, dass praktisch, wenn alle den gleichen Zinssatz zahlen. Aber mit Eurobonds machen Sie ja eine gute Vorlage. Ich glaube, das interessiert hier sehr, sehr viele Zuhörer. Bin ich auch gespannt, was dann jetzt Ihr Koalitionspartner dazu sagt, zu Eurobonds. Denn letztlich ist eine große Diskussion, auch innerhalb Ihrer Partei. Es ist ja Ihre Politik, die Sie als Bundestagsfraktion gefahren haben, ist ja nicht unumstritten innerhalb der FDP. Es gab einen Mitgliederentscheid innerhalb der FDP gegen die Zustimmung zum ESM. Soweit ich weiß, ist gar nicht so eindeutig ausgefallen. Das heißt, also für Sie meine ich, nicht so eindeutig ausgefallen. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel Prozent gefehlt haben, aber dann hätte es ein Votum gegeben, für die Bundestagsfraktion dagegen zu stimmen. Wenn man sich das mal überlegt, es gibt rechtliche Zweifel am ESM. Eurobonds, ich weiß nicht, wenn man das vor 10 Jahren gesagt hätte, wenn man diesen Begriff benutzt hätte, hätte jede Partei gesagt, wollen wir auf gar keinen Fall. Wie sehen Sie das? Wie werden Sie sich weiter entscheiden? Also zunächst einmal, so knapp war der Mitgliederentscheid nicht. Es war, wenn wir so eine Mehrheit nach der nächsten Bundestagswahl für Schwarz-Gelb haben, dann können wir noch bequemer regieren, als wir es jetzt tun. Natürlich hat die Partei sich schwer getan mit dieser Politik. Ich glaube, auch jeder Kollege im Deutschen Bundestag. Es ist ja schwer, sich dafür zu begeistern, sich in einem echten Dilemma zu befinden. Ja? Einerseits ist es so, dass Nichtstun nicht möglich ist. Und das, was man hätte tun müssen, um dieses Dilemma zu vermeiden, das hätte man in der Vergangenheit anders machen müssen, sprich Stabilitäts- und Wachstumspakt einhalten und nicht wie Rot-Grün damals ihn aufweichen.
aber die Zeit zurückdrehen konnten wir nicht. Und na gut, aber ganz kurz möchte ich korrigieren, Sie können nicht jetzt natürlich Rot-Grün das in die Schuhe schieben, Sie waren jetzt schon lange genug dabei, um hier intervenieren zu können, oder? Ja, na gut, es war 2004, 2005, als Schröder mit Eichel zusammen den Stabilitäts- und Wachstumspakt aufgeweicht hat. Ja. Da fing ja der Einstieg in den Schuldenstaat in Europa an. Und das haben wir nicht mit zu verantworten, sondern wir haben das heftig kritisiert damals, aber waren in der Opposition und konnten es nicht verhindern. Herr Fischer ist ja damals noch gefeiert worden als großer Europäer, dabei hat er beinahe den Sargnagel in Europa getrieben. Ich sage Ihnen Folgendes. Die Situation ist die, Sie können nur als Mittelständler wirtschaftlich erfolgreich sein. Marktwirtschaft funktioniert nur bei stabilem Geld. Das ist für die Preisbildung am Markt ganz wichtig. Und eine Währung, deren Fortbestand in Frage gestellt wird, ist keine stabile Währung mehr. Und deswegen mussten wir, um Ihnen die Grundlage für erfolgreiches Wirtschaften in der Marktwirtschaft zu sichern, den Fortbestand dieser Währung sichern. Und es ist ja auch, das führt jetzt leider zu weit, im Rahmen dieser Diskussion auch eine Utopie zu glauben, man könnte risikofrei in geordneten Verhältnissen die Währung renationalisieren. Also, im Insolvenzrecht, es gibt ja einige Vorschläge, also eine geordnete Insolvenz für Länder, sowas war ja schon einmal ganz groß. Also, ich halte es schon für einigermaßen absurd, zu glauben, man könnte die D-Mark unter geordneten Rahmenbedingungen wieder einführen. Ich glaube, das will keiner. Naja, da gibt es schon Parteien, die sowas auch gefordert haben. So. Ja, gut. Und das wäre ja die. So. Und jetzt sage ich Ihnen, es gibt keinen einfachen, im ökonomischen Sinne sauberen Weg aus dieser Krise. Sie müssen, wenn Sie diese Krise managen wollen, müssen Sie das geringste Übel wählen. Und dass das keine Begeisterung auslöst, ist doch klar. Und dass diese Krise von einen unglaublichen Pragmatismus fordert, ist auch klar. Ich habe für die Krise immer folgendes Bild. Schauen Sie, Europa ist eine Baustelle, an der 17 Bauleiter arbeiten, mit 17 zum Teil sehr unterschiedlichen Plänen. Die Statik ist leider aus dem Ruder geraten. Die Statiker stellen fest, wenn ihr den Bau jetzt einstellt, bricht das alles zusammen. Ihr müsst weiterbauen. Jeder Wissenschaftler, der was davon versteht vom Bauen, sagt, das kann ich euch einfach lösen. Verstehe gar nicht, warum die Politik das nicht kapiert. Ihr braucht einen Bauleiter und einen Plan. Das ist richtig. Hat in der Politik auch jeder verstanden. Geht nicht, kommen wir nicht weiter mit dem Plan, weil die 17 eben darauf recht Wert legen, alle Bauleiter zu sein. Und sie unterschiedliche Pläne haben. So, und wenn man mit diesem Dilemma konfrontiert ist, ja, dann versteht man, warum auch manche aus der Wissenschaft sagen, was machen die da, sind die wahnsinnig. Ja? Aber das ist Politik. Das politische und das Dilemma ist auch nicht, klar. Aber das ist auch nicht aus ökonomischen Gründen entstanden. Schwarzenegger-Sutter könnte hier sich auf jeden Fall fast anschließen. Darf ich den Gedanken noch zu Ende bringen, was wir da machen. Mhm. Wir versuchen permanent in Gruppengesprächen in Brüssel, das ist jetzt auch was jetzt wieder stattfindet, diese 17 Bauleiter zusammenzubringen, sich für die nächsten Schritte wieder auf einen gemeinsamen Plan zu verständigen. Und siehe da, es ist gelungen. Trichet sagt, es ist die schwerste Finanzkrise seit dem Ersten Weltkrieg. Es ist gelungen, die Statik so zu stabilisieren, dass es eben nicht mehr einsturzgefährdet ist. Gut, ein Mittelständler würde vielleicht sagen, wenn ich da 17 Bauleiter habe, dann schmeiße ich eben 2, 3 raus und suche mir gute andere und versuche das Bauhaus irgendwie besser in der Statik hinzubekommen. So haben es die Generationen vor uns im letzten Jahrhundert gemacht. Genau, okay, Frau Schwarzmüller-Sutter, Sie haben ja auch hier, was den Schuldentilgungsfonds angeht, da haben Sie auch gesagt, da wollen Sie ja sich engagieren. Wie sieht denn das aus, wenn Sie jetzt an die Regierung kommen? Sie haben ja gehört, politisches Dilemma. Sehen Sie das auch als Dilemma, das nicht lösbar ist? Also man muss einfach mal dazu sagen, man muss es wirklich nicht nur von der ökonomischen Seite sehen, sondern wir sehen auch das von der gesellschaftlichen Wirkung in Europa. Wir müssen uns doch fragen, können wir Europa zusammenhalten oder haben wir da ein Sprengstofffass, wo es den Deckel hebt? Und wir sehen die Entwicklungen in Griechenland oder auch in Spanien, wenn sie junge Menschen haben, die keine Perspektive haben. Wir sehen, wie die Rechten Zulauf haben. Das halten wir doch gar nicht aus. Wir wollen weiterhin Frieden in Europa und wir müssen uns überlegen, zu welchem Preis wir auch tatsächlich, und es immerhin haben wir ja profitiert. Wir haben als Deutschland, als Exportland profitiert. Wir haben selbst noch profitiert, auch beim ESM oder beim ESF davon profitiert, weil wir verdienen ja durchaus was mit. Drum sind auch die europäischen Länder ja so gut auf uns zu sprechen. Und Eurobond, mit Verlaub, Herr von Stetten, das ist jetzt nett, aber das ist wirklich Schnee von gestern. Man hat uns versucht, dieses Bonbon immer wieder an den Kittel zu flicken. Wir waren uns der Aufgabe bewusst genug. Wir haben das sehr detailliert auch untersucht. Wir haben uns nicht vom Acker gemacht. Wir haben diese Entscheidungen mitgetragen, weil uns bewusst ist, dass uns der Laden hinterher um die Ohren fliegt. Ja?
und man kann es nicht so tun. Es gab da ganz andere Entscheidungen in bestimmten Wahlkämpfen. Ich glaube, das war hier in NRW, wo man gesagt hat, auf Schwäbisch, mir gäbet nichts, und nachher hat man peu à peu gegeben. Man muss einfach auch da mal eine Führungslinie erkennen lassen. Ich bin gespannt, wie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausfällt und welche Wirkung das dann auch wieder nach Europa haben Sie denn hat. Das Gefühl, ja, haben Sie denn das Gefühl, dass die Politik nicht die Einfluss Uhr. Nimmt darauf? Ich muss ja. leider jetzt, okay. ne, wir haben nur noch 5 Minuten. Herr Schick, Eurobonds. Frau Schwarze-Losuth hat gerade gesagt, das Bonbon wollen Sie nicht an der Backe haben, aber die Grünen wollen am Ende schon Eurobonds. Ne? Glaube ich, steht in Ihrem Wahlprogramm. Es gibt eine ganz klare Logik, warum ein Währungsraum so etwas braucht. Das ist normalerweise schwierig zu erklären, aber ich bin ja hier vor ökonomisch gebildetem Publikum. Und deswegen gibt es viele Ökonomen, denen das ganz klar ist, dass das sonst eine Instabilität ist. Und warum? Weil ein Währungsraum in einer Krise das Problem hat, dass dann alle in den sichersten Anleihenmarkt reingehen. Und das ist der Bund. Und das schafft nicht eine normale Wettbewerbssituation, sondern das ist ein Angstphänomen in einer Krise. Und deswegen haben wir eine Kapitalflucht aus den Peripheriestaaten nach Deutschland, die die Währungsunion destabilisiert. In den USA haben sie, oder in Kanada, in anderen Binnenmärkten, haben sie eine zentrale Anleihe. In den USA ist es Treasury Bond. Und das führt dazu, dass die Angst nicht eine interne Destabilisierung auslöst, sondern es sind halt alle in dieser zentralen Anleihe und können dann auch nicht raus. So, deswegen gibt es da eine Logik. Aber jetzt einfach zu sagen, wir machen jetzt eine europäische Anleihe, funktioniert nicht, weil sie intern mit den Haftungsfragen umgehen müssen. Das ist ja ein Punkt, der richtig ist, den Volker Wissing gesagt hat. Deswegen ist das Konzept des Sachverständigenrates mit dem Schuldentilgungspakt so sinnvoll, weil er nämlich zwei Sachen verbindet. Eine Stabilisierung für die Zukunft, die jetzt sofort aber beginnen kann. Es ist doch Wahnsinn, wie viel Zuspitzungen der Krise wir in den letzten Monaten hatten und was es für ökonomische Kosten für alle Beteiligten schafft. Und das kombiniert man mit einem klaren Abbauplan von Schulden, deswegen Schuldentilgungspakt. Wir haben jetzt da nicht irgendwie ein komisches, eigenes grünes Konzept gebastelt, wo Leute sagen, kann das funktionieren? Nicht, sondern wir haben gesagt, was der Sachverständigenrat vorschlägt, ist eine sinnvolle Kombination aus ökonomischer Logik und etwas, was man politisch machen kann. Man braucht nur die Bereitschaft, auch zu führen in Europa, und die geht dieser Bundesregierung ab. Und ich glaube, dass wir wesentlich stabilere ökonomische Verhältnisse hätten, wenn man dieses Konzept mit vorangetrieben hätte. Ich will einen zweiten Punkt sagen. Es gibt immer noch Menschen, die meinen, dass dieser europäische Teil der Finanzkrise ausschließlich was mit Staatsverschuldung zu tun hat. Das ist empirisch eindeutig widerlegt. Und deswegen ist auch dieser ständige Verweis darum, dass der Stabilitätspakt das Einzige wäre, was Europa retten kann, und der Fiskalpakt, ist natürlich Mumpitz. In Irland, in Spanien, in Zypern hat es ganz viel private Verschuldung gegeben. Und deswegen ist es falsch, da ideologisch in dem alten Weg zu gehen, sondern wir brauchen für die Währungsunion Regeln, die sowohl bei exzessiver privater wie bei exzessiver staatlicher Verschuldung, bei Immobilienblasen wie bei zu hohen Staatsausgaben es schafft, diese Währungsunion stabil zu haben. Aber da braucht man einen gewissen politischen Mut. Und wir sehen die Zukunft auch der deutschen Wirtschaft in Europa. Und wir sind deswegen der Meinung, dass es auch richtig ist, Bankenabwicklung europäisch zu organisieren, so einen Schuldentilgungsfonds auf den Weg zu bringen, und werden uns dafür auch einsetzen. Betrachten Sie nicht als unhöflich, aber weiß, Frau Wagenknecht, ich muss ja zu einer anderen Veranstaltung noch. Deswegen die letzte Frage an Sie, Frau Wagenknecht. Und ich will bei der Gelegenheit dann wenigstens eine Zuschauerfrage loswerden, die von Herrn Dr. Barke stammt. Herr Barke ist Finanzrichter, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, und kandidiert unter anderem für die AfD, auch für den Bundestag. Er will von Ihnen wissen, wie konnte es passieren, dass Ihre Partei nun doch nicht aus dem Euro austreten will? Also unsere Partei tritt weder aus dem Euro aus, noch erhält sie den Euro, sondern die Frage ist ja, gibt es Bedingungen, unter denen eine gemeinsame Währung überleben kann, oder wird sie auseinanderfliegen? Und ich gehe fest davon aus, wenn sich die Politik in Europa nicht verändert, dann wird es in 5 Jahren keinen Euro mehr geben, weil einfach die Zentrifugalkräfte so stark sind, also das, was an Ungleichgewichten, an Spaltung existiert, dass es die Währung nicht überleben kann. Und da muss ich sagen, wir haben ja von Anfang an gegen diese sogenannten Rettungspakete gestimmt.
schon 2010 in Griechenland. Und zwar nicht, weil wir gesagt haben, wir brauchen Eurobonds, sondern weil wir schon damals gesagt haben, Griechenland braucht einen Schuldenschnitt. Griechenland ist überschuldet. Das haben nicht so sehr die Griechinnen und Griechen zu verantworten, schon gar nicht die Rentner, die jetzt bluten müssen, sondern es haben vor allem die Banken zu verantworten, denn die haben Griechenland großzügig die Kredite gegeben. So, und dann wäre es nach meiner Meinung völlig der einzig richtige Weg gewesen, damals zu sagen, ein überschuldetes Land muss entschuldet werden durch einen Schuldenschnitt. Ich möchte auch noch was sagen, die CDU und auch die FDP, die Polemik gegen Eurobonds ist ja einfach unehrlich. Also was heißt Eurobonds? Eurobond heißt gemeinschaftliche Schuldenhaftung. Genau das haben wir in Europa. Wir haften derzeit, also gerade der deutsche Steuerzahler auch, haftet jetzt zum Beispiel in Größenordnung für griechische Schulden. Weil wir nicht den Schuldenschnitt gemacht haben, haben wir die Schulden im Grunde sozialisiert auf die europäischen Steuerzahler. Sie wissen genauso gut wie ich, sobald die Bundestagswahl vorbei ist, jeder weiß das im Grunde, wird es einen erneuten Schuldenschnitt in Griechenland geben, weil der letzte war so konstruiert, dass er nicht viel gebracht hat. Dann können Sie den Wählerinnen und Wählern erklären, was sie sozusagen diesen zweistelligen Milliardenbetrag dort, warum sie den in Sand gesetzt haben. Das ist richtig viel Kohle. Und es betrifft ja nicht nur Griechenland. Die Finanzminister haben jetzt gerade beschlossen, dass der ESM jetzt als neuer Bankenrettungsschirm agieren soll. Das ist unser aller Steuergeld, was wir dort sozusagen auch wieder in gemeinschaftlicher Haftung für Banken, die sich eben fehlentwickelt haben. Ist jetzt Ihr Zeitfenster, Sie müssen jetzt entscheiden. Ist jetzt. Ich will es ja auch noch zu Ende führen. Ich finde es einfach unehrlich so zu tun, als sei man gegen Eurobonds, gegen gemeinschaftliche Schulden, aber genau das Gleiche permanent zu betreiben. Wir haften jetzt für die Schulden vieler Länder, wir haften sehr, sehr bald auch für die Schulden von Banken. Und das ist eine Politik, zu der es natürlich Alternativen gäbe und die auch eine verantwortungslose Verschleuderung von Steuergeld ist. Und deswegen haben wir immer gesagt und sagen das auch heute noch, wir brauchen Schuldenschnitte. Und bei Banken, die eben Schwierigkeiten haben, sollen die Gläubiger haften und nicht etwa der Steuerzahler, so wie bei jedem Unternehmen. Also niemand von Ihnen kann zum Steuerzahler gehen und sagen, ich habe gerade Not oder ich habe gerade Probleme, haftet doch mal, damit meine Gläubiger doch keine Forderung verlieren. In der normalen Wirtschaft verlieren Gläubiger ihre Forderungen, wenn ein Unternehmen pleite ist. Nur bei den Banken ist das außer Kraft gesetzt, zu unser aller Lasten. Ich finde das in Europa auch völlig unakzeptabel. Gott. Also das jedenfalls scheint die Mehrheit des Publikums zu teilen. Frau Wagenknecht, Frau Schwarze-Lühr-Sutter, Herr Schick, Herr Wissing und Herr von Stetten, vielen Dank. Ja, die Zeit rennt natürlich immer schneller davon, als man gucken kann. Insofern, das Zeitfenster ist erschöpft. Ich danke Ihnen allen nochmal sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier Rede und Antwort gestanden sind. Und ja, was jetzt die Damen und Herren aus dem Auditorium bei ihrer Wahlentscheidung daraus machen, das werden wir dann am 22. September wissen. Vielen Dank.